Hallo zusammen zu unserem heutigen spirituellen Journal und an meiner Seite die Ursula Ines Keil. Hallo Ursula. Hallo Nepomuk. Es ist besser, du rufst mich mit Ines. Für unsere Zuseher, die Ines gibt heute zum ersten Mal in ihrem Leben ein Interview und war schon ganz aufgeregt den ganzen Nachmittag, was aber auch normal ist. Ein bisschen Lampenfieber gehört dazu. Egal, ob wir einen Zuseher haben oder eine Million, wir werden sehen im Laufe der Zeit, wie sich dieses Interview hochschaukelt. Ines, jetzt kommen wir mal zu dir, was wir heute haben. Wir haben einen wunderbaren Titel, und zwar etwas, das wir eigentlich gestern mit dem Martin Zoller schon mal besprochen hatten. Das heißt, in uns drin liegt eine Wahrheit, eine Erkenntnis, die wir selten verwenden. Und wenn man deinen Werdegang mal so ein bisschen anschaut, dann bist du natürlich auch durch viele Höhen und Tiefen des Lebens gegangen, hast aber in der, sogar Psychologie studiert, in der Paracelsus-Schule in Berlin. Du hast, wenn ich deine Ausbildungen sehe, dann muss man sagen, da muss ja das ganze Zimmer voll lauter Urkunden hängen. Nicht? Da haben wir psychotherapeutische Heilpraktikerin und tiefenpsychologische Ausbildung im Ken-Solo-Institut und Reiki-Ausbildung, Traumatherapeutin, Atemtherapeutin, Präventionsmanagerin, geführte Ernährungsberaterin, Diabetes-Autorin und so vieles mehr. Halleluja! Ja. Du wolltest so wissen, was läuft. Bitte? Du wolltest es wissen, was läuft. Das wollte ich schon immer, genau. Genau. Was bist du denn für ein Mensch? Es scheint ja dich diese Dinge, die nicht ganz greifbar sind, zu interessieren. Was den das Menschen. Kann man sagen. Also im Prinzip, was nicht so greifbar ist, also ich habe schon von klein an, seit meiner Kindheit immer ein Gefühl gehabt, in dem Leben, in dem ich bin, irgendwas stimmt hier nicht. Also das war immer so ein ganz merkwürdig. Also ich wusste das, heute weiß ich, dass es Hellwissen ist. Das ist einer meiner stärksten Sinne, das Hellwissen und das Hellfühlen. Dass irgendwas nicht hinhaut. Irgendwas war merkwürdig, aber ich konnte das natürlich als Kind nie ausdrücken. Habe mich auch nicht in dieses Umfeld rein inkarniert. Aber heute weiß ich auch, warum das so ist. Auch das kam erst im Laufe meines Lebens. Aber dieses Gefühl, dieses Innere, dass irgendwas nicht stimmt, das war einfach immer da. Das war immer da und das hörte nie auf. Und so bin ich ja im Prinzip auch dann dazu gekommen, dem im Prinzip nachzugehen. Was mir da immer geholfen hat, war meine unglaubliche Neugierde, so wie du das gerade, also einfach mir Dinge anzueignen, Dinge zu verstehen. Und am meisten, und das hat mich im Prinzip dann auch, ich will mal sagen, zum Teil auch am Leben erhalten, das muss man wirklich mal so sagen, ist mich mit dem Sinn unserer menschlichen Existenz auseinanderzusetzen. Weil das hat mich einfach, ich wollte wissen, warum tun wir das, was wir jeden Tag tun? Warum betreiben wir denn dieses Spiel, ne, dass man wird geboren und man geht in die Kita und dann eben in den Kindergarten, also dann in die Schule und dann macht man eine Lehre. Also so das, irgendwo habe ich immer gedacht, das kann gar nicht alles gewesen sein. Das kann es einfach nicht. Das ist unstimmig. Ja, und so begann im Prinzip mein ganzer Weg. Was sagt denn die Psychologie zu diesen Fragen? Die tauchen ja bei sehr vielen Menschen auf, also fast bei jedem, den ich kenne. Naja, also was die Psychologie... Ist es der Wunsch des Menschen, einzigartig zu sein, etwas Besonderes zu sein, die Krone der Schöpfung und sagen, nee, wir möchten uns ein bisschen herausheben vom Rest der Natur und stellen uns dann diese Fragen. Aber man sagt, wir können doch nicht sterblich sein, es kann doch nicht zu Ende gehen mit uns. Also ich sag mal, das, was ich halt immer wieder erlebe, also in der Praxisarbeit, die meisten haben sich überhaupt noch nicht wirklich mit dem Sinn des Lebens beschäftigt. Es ist, weil es wird uns ja in keiner Weise beigebracht. Es wird uns nie wirklich beigebracht. Uns werden ja nur funktionable Dinge beigebracht. Also wo man sagt, so hast du zu funktionieren, so hast du zu funktionieren, so musst du sein. Es ging mir ja genauso die ganzen Jahre. Und ich bin wirklich auch froh und dankbar darüber, dass dieser Instinkt, also mein Wissen, dort so stark war, wo man sagt, nee, das stimmt nie. Hier stimmt was nicht. Ja. Und die Psychologie, also die gleiche, also was mich zum Beispiel unglaublich erfreut ist, dass sich auch die klassische Psychologie dem immer mehr und mehr öffnet. Zumindest kann ich das aus der Erfahrung bei den Menschen, wo auch Psychologen auch zu mir in die Praxis kommen, auch Ärzte, ja, die,
die sich dem immer weiter zuwenden, weil sie es an sich selbst erfahren. Ich glaube, das ist so das Wichtigste, dass man Phänomene und heilsame und energetische Erfahrungen bei sich macht. Also ich ermuntere immer, geht in Erfahrung, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Sucht euch Erfahrungen, holt euch heilsame Erfahrungen, denkt nicht so viel drüber nach, sondern tut es einfach, weil der Mensch lebt davon, wir leben im Prinzip davon. Ja, also das ist deine Frage zur Psychologie. Okay, das ist eine ganz neue Perspektive, denn viele Menschen, die ja, heranwachsen, Kindergarten, ja, Schule, Studium, keine Ahnung, erste Freundin, Freund, heiraten, Karriere, die denken bis 2025, da geht es erst einmal Party, gar nicht um das, dass man sagt, was hat das Leben für einen Sinn, sondern die wollen das Leben zuerst einmal ja, erleben, genießen, alles ausprobieren, was so ja, erlaubt ist und vielleicht auch was nicht erlaubt ist. Und ich denke, die meisten stellen sich die Fragen, erst wenn die ersten Krisen kommen, vielleicht die erste Scheidung, der erste Todesfall, sonstiges Burnout, wie auch immer. Und dann Mitte, sage ich mal, ja, Mitte des Lebens, so 35 ist los, dann stellen die Menschen die Frage, ja, war es das alles? Ist denn das, gibt es denn hier nur keinen höheren Sinn hinter diesen Dingen? Und beginnen dann zu recherchieren. Sind es die Menschen, die zu dir kommen oder hast du auch schon Jüngere? Das wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, so unser Alter, also so ich bin jetzt inzwischen 52, da, also wir haben uns diese Fragen am Anfang nicht gestellt. Und das, genau. Und das ist auch so dieser Jahrgang, ne, selbst auch noch so 40, ne, 35, 40, alles was älter ist, da sind diese Fragen neu. Aber, also für mich ist es jedes Mal ein Wahnsinnsgeschenk und ich bin so dankbar dafür, dass wenn junge Menschen, also die Klienten so vom Alter, wenn es mit 13 geht das los, also ich habe manchmal auch noch kleinere Kinder, die sind ja so und so in ihren hellen Sinnen, aber wo man das schon dann ganz anders kommunizieren kann, aber alles so mit 13, 20, 22, die kommen ganz anders. Die saugen das regelrecht rein, die erfassen, die verstehen und die fühlen auch ganz anders. Ja, also das beobachte ich in letzter Zeit sehr, sehr intensiv. Okay, ja, ist da eine Veränderung? Da sage ich mir immer, das ist die Generation, die das ganz anders weiterbringt, die das ganz anders weitertragen wird. Na, wir sind so ein Stück die Vorreiter, die dieses Wissen, ne, so, die so anfangen, aber diese Generation, ich habe das im Prinzip, habe ich es damals bei meinen eigenen zwei Söhnen ganz stark gemerkt, wo die klein waren, die haben mir manchmal Sachen gesagt, ohne dass denen das selber bewusst war. Und mir fiel das auf, ne? Mir fiel das halt immer auf, was da so kommt. Und ich fand das total spannend. Und so sieht man das auch jetzt. Also das nehme ich, wie gesagt, in der Praxis ganz intensiv wahr. Und das freut mich. Ja, du hast ja ein Buch geschrieben. Genau. Darf ich das mal hochhalten? Ja, bitte, halt das Buch hoch. Gut, Moment, dahin. Na, jetzt sieht man es ganz gut. Halt mal ein bisschen still. Da steht eben drin, dein Inneres zeigt dir den Weg, ein bisschen ein mystisches Bild davon drauf, so eine schwebende Jungfrau, oder was ist das? Das ist, wie soll man es erklären, es ist schon wie so eine Engel, so eine Elfe, das hat so beides, für mich hat es so ein, es hat einerseits hat's was sehr Erotisches, was Mystisches, weil das Ursprung, also ich muss dazu sagen, das Buch ist voriges Jahr rausgekommen. Ich hatte im Ursprung hatte ich meine Lebensgeschichte geschrieben, okay. Meinen kompletten Lebensweg, wie ich dazu gekommen bin. Und zwar, wo das Ganze komplett losging, das begann zwischen dem 28. bis zum 49. Lebensjahr ging das Ursprungsmanuskript. Da ist aber kein Verlag ran, dafür bin ich einfach nicht bekannt genug, weil ich muss dazu sagen, dass ich ich bin mit diesen Fähigkeiten geboren, mit diesen Begabungen, habe sie aber selbst für mich immer nur still und leise gehabt, weil mir liegt diese ganze PR-Thematik so, die liegt mir nicht so. Also wo ich sage, wie zeige ich mich, davor bin ich leer gelaufen, aber ich habe dieses Jahr eine Entscheidung getroffen und seitdem, ich habe Ja gesagt, weil ich bekomme immer mehr Botschaften rein, also über mein Hellwissen und ich komme an dem gar nicht mehr vorbei. Also ich werde direkt auch von der geistigen Welt inzwischen gebeten, mich zu zeigen und zu öffnen und nie umsonst. Das war ja so kurz und spontan jetzt zwischen uns beiden. Das hat einen Grund. Genau. Und im Prinzip, ich habe einen Verlag gefunden, gehabt und der Verlag, der Dilos Verlag, dem ich auch sehr dankbar dafür bin, der hat mich dann gefragt, was ich eigentlich mit meinem Lebensweg zum Ausdruck bringen möchte und dann habe ich ihm das erklärt, was dahinter steht. Und dann hat er mir gesagt,
wenn ich es, der Leser möchte gern verstehen. Der möchte nicht anhand meines Lebensweges seine eigenen Rückschlüsse ziehen, sondern er möchte gern verstehen. Und dann habe ich im Prinzip nochmal neu geschrieben und dann ist das entstanden. Weil das Innen ist unsere feinste Instanz. Und ich trage in mir eine sehr, sehr große Vision. Und zwar stell dir eine Welt vor, in der jeder einzelne Mensch wieder mit sich selbst verbunden ist. Weil das ist unser höchstes Geschenk und Gut, was wir überhaupt haben. Ja, weil wir sind keine Menschen, die spirituelle Erfahrungen machen, sondern wir sind spirituelle Wesen, die die Erfahrung machen, wie es ist, Mensch zu sein. Und nicht umgedreht. Ja. Und denkst du, dass sie diese Weisheit oder dieses Wissen, ja, momentan ist es Weisheit und vielleicht später wird es auch Wissen sein in unser Weltbild integriert, dieses neue holistische Weltbild, das ja hier am Horizont schon auftaucht und an allen Ecken und Enden eben diese Spirits ja, sagen, okay, jetzt geht's bitte an die Öffentlichkeit, macht euren Job, wie bei mir das so war, wie es bei dir ist und vielen anderen auch, die sagen, okay, jetzt ist Zeit genug gewesen zu diesem Handwerkszeug lernen und jetzt nehmt ihr das Handwerkszeug her und geht nach außen und helft den anderen Menschen auch diesen, Erkennungsprozess oder diesen Wandlungsprozess, dass das Leben einen Sinn hat, dass wir hier nicht zufällig sind, dass wir hier nicht dieses materialistische Weltbild richtig ist mit Zufall, Irrtum und so weiter und Evolution, sondern eine Evolution des Bewusstseins, des Ganzseins, des Erfahrungen, des Getrenntseins. Das sind da ganz andere Parameter, die wir in der Schule lernen. Also von diesen Dingen lernen wir in dem Studium eigentlich gar nicht. So, jetzt kommen Menschen wie wir oder wie du daher und sagen, okay, ich weiß schon als Kind, dass da was nicht stimmt und da hast du wahrscheinlich mit das gemeint, dass das was Weltbild, das wir hier verkörpern, dass man sagt, du wirst hier konditioniert wie unseren globalisierenden Maschine für unsere Firmen, die bestimmte Menschen eben mit Fähigkeiten brauchen, um das anzuwenden, um hier unser Wachstum zu generieren, unseren Wohlstand und unser Glück im Außen zu suchen, oder? Das hast du gemeint. Genau, das habe ich gemeint. Wir werden einfach nur konditioniert. Letzten Endes habe ich das als ich zur Welt kam, ich kann mich noch erinnern, erstens mal fiel es mir schwer, überhaupt rauszukommen. Ich wollte nicht. Ich habe kurz davor noch überlegt, ob ich da einen Rückzieher mache. Aber das war dann schon zu spät. Und dann habe ich gedacht, gut, ich komme. Dann habe ich erstmal gedacht, ich wollte alles, was man mir auch an Nahrung gab, weil das gab damals zu uns, das Stillen war nicht so groß. Das habe ich alles, ich wollte das alles nicht. Und also das war schon das, aber man fängt eben dann an, sich in diese Konditionierungen so Stück für Stück hineinzubewegen und trotzdem, aber diese innere Stimme, diese Instanz war immer da, die war wirklich da und die ging nie weg. Im Laufe der Zeit habe ich halt gemerkt für mich, ne, dass wenn ich der folge, egal was es ist und aufhöre, darüber nachzudenken, also wirklich drüber nachzudenken, Das ist für mich das ist total wichtig. In dem Moment, wo ich anfange, darüber nachzudenken, entsteht ein Stress, loslassen, wirklich nur ins Fühlen kommen. Und diesen in so einer Tiefe zu vertrauen, mich da leiten zu lassen und genauso jetzt, also alles, was jetzt kommt, ich vertraue dem natürlich, ist natürlich jahrelange Erfahrung, immer mehr, Stück für Stück, Stück für Stück. Und so, das ist die einzige Möglichkeit. Und das größte Handwerkszeug dafür ist und bleibt die Meditation. Ohne Meditation. Diese innere Stimme zu finden, das, wo du hier magst, und du magst eigentlich gar nicht nervös sein oder hier ein bisschen Lampenfieber haben, sondern wenn die Spirits sagen, okay, mach dir das, wir sorgen für den Rest, dann ist das tatsächlich so. Und ich weiß selber, ich habe diesen Weg selbst hinter mir und mache ihn auch durch. Und das hat mit Logik überhaupt nichts mehr zu tun. Das hat mit dem, was ich zum Beispiel früher gemacht habe, mit strategischer Ausrichtung, Planung für die nächsten 5 Jahre, wo sind die Markt- und Zielgruppen, wo sind die, kannst du alles in der Pfeife rauchen. So funktioniert ein Leben und diese neuen Leben und dieses neue Weltbild überhaupt nicht. Da heißt du bleibst im Moment und wir sagen dir oder geben dir die Information, was als nächstes kommt und du machst das. Oder so ist es auch bei dir. Genau. So ist das im Prinzip auch bei mir. Also wenn man alleine diese Dinge, die ich getan habe, ich habe nochmal neu angefangen gehabt, dann im Alter von 38, kann man so sagen, einfach nochmal wie ein Neustart. Und also rein mal von Zahlen, alles von Zahlentechnik, wenn man das gerechnet hätte, da hätte jeder BWLer hätte die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Aber mir war warm. Mein Gefühl war einfach nur warm. Und also das ist so, da merke ich das. Das durchzieht sich durch alle Bereiche, egal was da im Außen jemand sagt. Also ich habe wirklich, man einfach nur zu lernen, sag ich mal, hier sich die Ohrstöpsel einzumachen für die Außenwelt und die Innenwelt wahrnehmen zu lernen.
Darum geht es und um nichts anderes. Ist das Aber ein den Zugang. schwieriger Prozess, dass Menschen das im Lernen, weil wir haben ja immer unsere ja, Coaches, unsere Informationen, was soll man wohnen, wo tun, im Außen gesucht und versucht, jemand anders sein Leben und seine Tätigkeiten nachzuempfinden. So machen wir es ja auch in den ganzen Sport. Wir haben was ich, gerade hinter uns die Olympiade und alle laufen hier schneller, weiter, höher, wie auch immer und freuen sich dann über diese Medaillen, wenn einer Erster wird, weil er vielleicht um 100 Sekunden schneller gelaufen ist. Und wenn man den Professor Hans-Peter Dürr mal hier zitieren darf, der hat gesagt, wir können das schon machen, dass wir uns hier aufstellen und dann hier um die Wette laufen, aber beim Startschuss läuft jeder los, aber keiner sagt, in welche Richtung. Und jeder hat gewonnen. Und das geht es doch im Leben, oder? Dass nicht sagt, einer gewinnt und der andere sagt, du warst immer hundertstel langsamer Elapage. Sondern das hat einen ganz anderen Weg vor sich. Richtig. Das ist im Prinzip ist es genau dasselbe, da gebe ich dir recht. Und der Weg, also sagen wir es mal so, es hat nicht jeder einen anderen, na doch, also der Inhalt, der erscheint anders, ne? Der Weg erscheint anders, aber das Ziel ist dasselbe. Ich werde ja zum Beispiel, ne, ganz oft gefragt, was ist denn meine Berufung? Was ist das? Ne? Das ist ja so. Wo geht es denn hin? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn arbeiten? Oder was würde mir denn jetzt gut tun? Da sage ich, es gibt nur eine einzige Berufung. Das ist im Prinzip, dass du dich wieder zurückbesinnst, wer du bist. Und dass du dich wieder da drin einsammelst. Dass du diese gesamten Themen, dass du das loslässt, dass du dein Herz wieder öffnest, dass du wieder lernst zu erfassen, was Liebe ist, dass du aufhörst zu bewerten. Also diese Rückbesinnung, weil Also da muss ich kurz einhaken, das Thema zu bewerten. Also ich vergleiche mich nicht mehr, habe ja meinen Artikel geschrieben darüber. Das ist, glaube ich, unser schwierigstes Themenfeld überhaupt. Die komplette ja, Kommunikationsindustrie, die komplette ja, Filmindustrie, alles geht immer auf Bewertung. Wir haben unser Idealkörperbild, wir haben unser ideales Lebensbild, wo sie reinkommen, dann mein Haus, mein Boot, meine Frau, ein Hund, was weiß ich. Alle diese Dinge werden verglichen und dies loszulassen und zu sagen, nein, meine Werte, die ich habe, die mögen Sie vielleicht mit deinen decken, müssen aber nicht, das sind ganz andere Werte. Das ist schon ein Prozess, den man tatsächlich nicht von heute auf morgen bekommt, oder? Das ist ein Prozess. Das auf alle Fälle. Also der Prozess, der Proze also der allererste Schritt für diesen Prozess ist, dass ich mir das überhaupt mal bewusst mache. Ne? Ich hab diesen Prozess auch in meinem Buch in 5 Schritte aufgeteilt, weil ich darüber nachgedacht habe, wie vermittel ich das denn? Und also mir kam das dann so rein, es sind 5 Schritte. Und der allererste Schritt, ich mache mir das überhaupt mal bewusst. Ich mache mir bewusst, dass ich eine innere Instanz habe, dass es da was gibt. Und dann so der nächste Schritt ist, ich mache mir einen Überblick. Ich verschaffe mir wirklich einen Überblick über mein derzeitiges Leben. Und zwar ehrlich und gnadenlos, ohne irgendwie, das ist nur für einen selbst. Der dritte ist dann entschleunigen, unbedingt, ja, diese Geschwindigkeit rauszunehmen und zu sagen, langsam. Dann kommt reinigen, ja, wirklich eine Reinigung. Und diese Reinigung ist übers Atmen, dass man Gedankenhygiene, dass man lernt, bewusster mit sich umzugehen, ja, dass einem klar wird, dass alles, was man in sich aufnimmt, was unsere Augen sehen, dass man es aus sich rausfließen lässt. Und zum Abschluss kommt im Prinzip dann die Meditation. Und ich hatte am Montag, habe ich noch so eine Erfahrung machen dürfen. Das war ähnlich wie heute, das allererste Mal. Ich habe dazu das erste Mal eine Heilmeditation erstellt in einem Tonstudio und bin mit meiner kompletten Heilenergie rein. Ja, also diese Medi und die beinhaltet im Prinzip genau diese Schritte. Also es ist eine Unterstützung, die ist gefüllt mit Heilenergie für die Reinigung. Ja, einerseits erstmal, also dass der Zugang sich öffnet, ne, einerseits auch geöffnet wird, dann, dass er gereinigt und geheilt wird und das ist halt das A und O, dass es dann im Prinzip auch noch eine Art Schutz, also erst eine Art Schutzhülle drum gibt, dann, weil wir uns unglaublich schnell in unserer Außenwelt noch ablenken lassen. Es strömt ja trotz alledem immer wieder auf uns ein. Und das kennst du sicher von dir und das kenne ich auch von mir, dass man immer wieder kurz mal innehält und sagt, stopp, was ist da? Und wieder zu sich kommt. Also das ist ganz, ganz wichtig. Ich lebe ja auch sehr zurückgezogen, still, ne, um da immer wieder so mit mir wieder so in so eine Zentrierung zu kommen, so einen Wobei Ausgleich. es ja nicht unbedingt eine Aussage sein soll, dass jeder jetzt Eremit wird und sich allein in den Wald zurückzieht oder wieder Dionysos im Ausleben soll, Das sondern nicht, natürlich, nein. wir sind ja soziale Wesen und die sozialen Kontakte soll man halten, ob mit Covid oder ohne.
Wir müssen uns austauschen, wir brauchen die Nähe, wir brauchen die Berührung, wir brauchen eben dieses Menschsein. Das ist ja die Erfahrung, die wir machen wollen, sonst wären wir ja im Licht geblieben. Die habe ich ja durch meine Praxis ganz viel. Also ja, nein, Sinne, ich rede ja auch für die Zuseher, nicht, dass sie meinen, jetzt muss ich mir alle zurückziehen und nur noch meditieren. Nein, das muss nicht, sondern nein. Diese Phasen sind es, die man immer wieder innehält und einen Überblick verschafft. Genau. Weil sonst, wenn man permanent nur am Rennen ist, kriegt man ja gar nichts mehr mit. Und dann funktioniert man plötzlich, ist die Zeit verronnen und sagt, wow, wo ist denn die Zeit hingekommen, was war jetzt eigentlich los? Ne? Genau, nicht so ist das gemeint, das ist schon klar. Also im Prinzip, das als das Normalste, würde ich sagen, mal wie Zähneputzen, wie das tägliche Zähneputzen, dass man immer bewusst ist, was man tut. Und viele haben immer Angst und sagen, oder nicht Angst, aber das Hauptthema ist ja in unserer Gesellschaft Zeit. Ich habe gar keine Zeit dafür. Das ist so das klassische Totschlagargument. Ne? Wann soll ich denn das alles machen? Da habe ich gesagt, das Schöne ist, Sie müssen gar nichts machen. Ja, wir sind ja immer in diesen, ich muss was machen. Ich sage, du musst gar nichts machen, weil in dem Moment schon alleine, wenn du im Auto sitzt, kannst du innerlich entschleunigen. Es geht immer um ein inneres Entschleunigen. Du kannst entscheiden, was du abends anschaust, ob du jetzt vielleicht unser Interview oder irgendwas, mit was du dich beschreiben lässt. Ja, das ist immer deine freie Entscheidung. Wenn du im Stau stehst oder so, hast du Zeit, und zwar für dich. Also nimm diesen Stau, der dir gezeigt wird, als was unglaublich Positives, weil du hast Zeit. Du kannst innehalten, du kannst einfach still sein. Du kannst dich spüren. Ja, du kannst einfach nur mal diesen Raum wahrnehmen. Und das ist alles Zeit. Also man braucht da gar nicht zusätzlich noch, ja, wenn man abends schlafen geht, kann man sich vorstellen, dass alles, was man gesehen und erlebt hat, aus einem wieder rausfließt. Das ist die Reinigung. Wir denken das nur immer, dass, oh, da muss ich ja zusätzlich noch eine Stunde einplanen. So ist das gar nicht. Nee. Ja, ich muss mich anders, oder darf mich anders strukturieren, etwas anders bewegen, benehmen, denken und fühlen und handeln. Und dieses neue Wissen für diese neue Zeit, neues Denken, neues Handeln, neues Fühlen führt zur neuen Zukunft. Und bekommst du ja immer sehr viele Informationen von deinen Spirits. Was sagen die über uns und die Zukunft der Menschheit generell? Oder was geben sie uns denn für Tipps? Also diese Informationen, die ich bekomme, ich habe vor uns nochmal nachgefragt. Ja, ich bin vor uns nochmal rein und habe nochmal nachgefragt. Und ich, also für solche Zukunftsvisionen, und da bin ich still. Da wird mir ganz klar gesagt, sei still, weil das Teile sind, Sachen sind, die, wie kann ich das erklären? Es ist nicht alles aus der Akasha-Chronik, ja, sondern es kommt eben, es gibt auch noch eine Sternenchronik dahinter, und es ist zu viel. Es ist einfach nur zu viel. Also das, was auch meine Arbeit da noch ausmacht, ist wirklich in diesem 1:1 diese Heilenergie fließen lassen, das andere ist zu viel. Es ist einfach nur zu viel. Ich habe wirklich vor uns genau diese Frage, ich weiß gar nicht, also du weißt ja, es gibt keinen Zufall. Naja, ich denke mir, dass du damit gesprochen hast. Wir würden aber doch gerne eine Tendenz sehen, weil die werden ja sagen, okay, ihr habt ja harte Zeiten vor euch, aber ihr nehmt durch diese Jugend, die nachkommt. Wir haben dafür gesorgt, dass eure Biocontainer ein bisschen abgegradet werden, jetzt nicht mehr so stark in diesen alten, sage ich mal, Steinzeit-Modus hier laufen müsst und den Säbelzahntiger erlegen und permanent in Angst sein, dass ihn jemand verfolgt und töten will, wie auch immer, und sonstige Angst vom Sterben haben, sondern ist das ein Thema, das nach wie vor die Menschen umtreibt, oder sagst du, weil diese Zukunft sind ja natürlich alle individuell, aber wenn ich, sage ich mal, diese Ängste reduziere, dann habe ich natürlich auch mehr Freiheiten, ein, ja, sage ich mal, selbstbestimmteres und freieres Leben zu führen. Ja, das, also die einzige Botschaft, die ich dort in dem Punkt weitergeben kann, ist, aus einer Angst rauszugehen, weil das, was wir jetzt leben, unser irdisches Leben, ist doch genauso, das ist doch nur ein Hauch. Vor was habe ich denn Angst? Ich sterbe ja gar nicht wirklich. Das Einzige, was ich doch verlasse, ist mein physischer Körper. Das ist das Einzige. Also diese Permanentangst, um Gott, was könnte jetzt kommen? Und die Welt, und wie wird die dann aussehen, wo es sagt, über was beschäftigt, was ist das, was euch da so ausmacht? Du lässt nur deinen Körper zurück. Wir sterben ja nicht wirklich. Das ist ja schon mal das. Ich glaube, das ist die wichtigste Botschaft überhaupt, ist das, sage ich mal, auch wissenschaftlich in den nächsten Jahrzehnten sowas von zu fundamentalisieren, zu untermauern, dass endlich einmal
wissen, okay, wir wissen, dass Bewusstsein die Basis darstellt und nicht Materie, denn Materie gar nicht existiert, sondern es ist nur eine selbst-evolutionäre virtuelle Simulation, die zur Verfügung gestellt wird, dass Bewusstsein hier etwas begreifen kann. Natürlich hört sich das sehr science-fiction-mäßig an, aber mehr ist es eigentlich nicht. Wir sind hier auf Abenteuerurlaub und haben aber vergessen, dass wir hier in diesem Abenteuerurlaub sind und nehmen das Ganze natürlich sehr ernst und sagen, wow, hier geht es um mein Leben, hier könnte ich sterben. Genau. So viel zum, genau, das ist, aber wir kämpfen ja alle, weil wir, ne, weil wir, wenn wir inkarnieren, gehen wir immer so, wie sagt man, ins Tal des Vergessens. Ja, Geburtsgenau. Dann bringen wir ja alles solche Sachen mit, ne, wo man sagt, so man, also ich sag mal so, aus alten Leben, wo man noch Themen zu bearbeiten hat, wo man Menschen trifft, wo man noch was aufzulösen hat, wo man wieder lernt, ne, damit umzugehen, ins Herz zu gehen. Aber im Grunde genommen, ich habe immer gesagt, wir sind hier im Projekt Erde. Und es gibt auch keine, selbst der Punkt, wenn man jetzt sagt, gut, der eine kommt vielleicht mit mehr, der wird halt mit mehr Begabung im medialen Bereich geboren, der andere etwas weniger. Oder der eine, der ist noch sehr, sehr, ich sag mal, mit beiden Füßen sehr auf der Erde. Es spielt keine Rolle. Es spielt im Grunde genommen überhaupt keine Rolle, weil das grundlegende Projekt ist für uns alle gleich. Ja, ich glaube, das hat ganz viel ja auch mit der Polarität zu tun, ne? Dass es einfach so ist, dass wir im Prinzip, die Polarität wird hier auf der Erde immer gehalten, ja, und wir können nur diese Polarität in uns selbst auflösen. Ne, auf der Erde draußen ist die 3D-Erde ist polar. Ja. Ja. Ich kann, wenn etwas kann ich dir gerne noch aus dem, weiß ich jetzt nicht, also es gibt, weil ja immer die Frage ist mit der Erde, es gibt inzwischen schon andere Erden. Es gibt, glaube ich, Erde, also es gibt Erde 3, 4, 5. Die auch fast, also die dürften auch schon fertig sein. Die gibt es, weil wir schon Zwischenstufen brauchen. Also das in der Form, wir sind inzwischen hier auf der Erde so verdichtet, dass es kaum möglich ist, sage ich mal, noch einen größeren Sprung zu machen. Und es wird wie eine Art Zwischenbereich geben. Also der ist da. Ja, ich sage das immer in meinen Vorträgen, es gibt sehr viele dieser Realität mit anderen Naturgesetzen, mit anderen sage ich mal, Spielvarianten. Programmierungen, dass wir natürlich alle Varianten durchprobieren können und durchtesten können, weil jedes Bewusstseinsentwicklung kommt natürlich in eine andere Stufe. Wir kommen nicht alle zur gleichen Realitätsebene, die wir uns aussuchen können. Das ist eine ganz spannende Sache. Welche Menschen sollen denn zu dir kommen? Was ist denn dein Hauptklientel, was auch der ist genau bei mir richtig? Was hat denn der für ein Problem? Weißt du, das habe ich immer. Im Grunde genommen, diese Frage hat mich mein Verlag auch immer gestellt. Frau Keil, an wen richtet sich das Buch? Und da habe ich gesagt, im Grunde genommen an jeden. Weil ich hole einen Mensch, jemanden ab, der, also erstmal so natürlich aus der Psychologie, die meisten, die mich finden, die kommen natürlich mit Paarthemen, Sexualthemen, also so alles, wenn sie einfach mal ein Stück aufräumen wollen. Aber es kommen auch Menschen zu mir, immer mehr, die sagen, sie wollen gerne irgendwas Energetisches erfahren, wenn sie es dann doch auf der Homepage entdecken, weil nach außen zeige ich mich bis jetzt wirklich sehr klassisch als Paar- und Sexualtherapeutin in dem Punkt. Und also ich bewerte das nicht, weil ich weiß, dass jeder, der den Weg zu mir findet, ja, jeder, da ist ein Thema. Und egal, ob jemand noch nie was von Spiritualität gehört hat, noch gar nicht, oder jemand, der schon so in der Spiritualität ist und wiederum vergessen hat, dass wir aber hier in 3D leben. Ne, also das ist wirklich eine Bandbreite. Ja, und ich bin für jeden dankbar, ohne Bewertung. Wirklich ohne Bewertung. Mhm. Du hast den Spruch auf deiner Webseite vom Hermann Hesse. Ein bisschen polarisch war der Hermann Hesse, hat ja... Ich habe mal ein Buch von ihm gelesen, ich glaube, der Steppenwolf war das, wo jemand beschließt, dass er mit 57 eben Suizid betrifft oder macht. Und der Hermann Hesse hat ja auch Suizid gemacht, aber er schreibt, wir verlangen, dass das Leben müsse einen Sinn haben. Aber es hat nur ganz genau so viel Sinn, dass wir selber imstande sind. Genau. Also wir geben den Sinn und nicht jemand anders. Genau, nur wir. Jemand anders macht es nicht. Und das ist im Prinzip, das ist total wichtig. Das ist ja auch, das ist ja genauso, das ist eben diese Projektionsfläche. Wir denken ja immer, es ist der andere, ne? Das Thema Schuld und ne? Mein Leben ist so, weil der andere so ist. Und ja, das haben wir gelernt. Genau, wir haben gelernt, das Ganze noch auszulagern. Wir haben alles outsourced. Das war ja auch die Wirtschaft sourced out und Just-in-Time-Produktion und alle diese Dinge. Und und jetzt stellen wir plötzlich fest, nee, das ist alles bei uns, weil wir selber die Realität auch konstruieren.
Genau. Wir sind wirklich komplett, also ich habe immer gesagt, wenn wir die Möglichkeit hätten, Nepomuk, unsere Gedanken, ja, in einer Art, jeden einzelnen Gedanken, den wir dann am Tag haben, in einer Art Balkendiagramm darzustellen, dann wüssten wir, warum unser Leben so ist, wie es ist. Das ist Ja, ja der genau das. Lebensrückblick, den wir auch so kriegen, wenn wir es dann später anschauen, dann sagst du, ja, das war deine Kreation und das nächste Mal kannst du es Genau. anders kreieren. Das ist, es ist Richtig. wirklich ganz, ganz schwierig, das Thema. Ich habe das auch immer wieder in meinen Vorträgen, dass Menschen sagen, ja, wie soll das funktionieren? Indem, dass ich sage, vergesst, dass da draußen eine physische Realität existiert. Du bekommst mit deinem Avatar, mit deinem Biocontainer, mit diesem Körper, wo du hier in diesem virtuellen Realität hier agierst, einen Datenstrom und du kannst entscheiden, wie du diesen Datenstrom verwendest und welchen Datenstrom, das du bekommst und den umsetzt. Und so schaut deine Realität aus. Das ist natürlich schon ein ganz anderes Weltbild, als das, was wir jetzt haben. Wenn man sagt, ich habe hier ein Gesetz des Außen, das da ist und ein Gesetz des, ob ich da bin oder nicht, das ist ganz was anderes. Wir gehen in eine So ganz ist es. andere Richtung. Aber weißt du, die Menschen öffnen sich. Die Menschen öffnen sich und ich glaube, gerade das, was jetzt draußen geschieht, also nichts geschieht zufällig und umsonst, gibt dafür eher sogar noch eine Möglichkeit, sich noch mehr zu öffnen. Ja, ich bin noch, da arbeitet doch die geistige Welt mit. Also Ja, das ist klar, jetzt die gibt jetzt momentan das ist nicht. nicht einfach nur so und dieses alles, was da und Hilfe, da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, sondern da arbeitet doch die geistige Welt mit. Ja, Also halt nochmal dein Buch bitte für unsere Zuseher damit, wenn ich sage, okay, bevor ich zu der Ines gehe, muss ich erst einmal ihr Buch lesen. Moment. Ja, dein Inneres zeigt dir den Weg, genau, wo auch immer dieser Weg ist. Das ist dein Weg, Oder, nicht dein Weg des anderen. Du genau. lebst nicht das Leben des anderen, sondern das Leben von dir selbst. Und du hast es Genau, das ist mein Buch. in der Hand, das Leben so zu leben, wie du das eigentlich wünschst. Und das herauszufinden, wie du das eigentlich wünschst. Da brauchen wir vielleicht manchmal ein bisschen Hilfe dahin zu finden, gell? In diese Richtig. Bereiche, weil zum Lesen, Schreiben oder sonstigen Dingen haben wir auch ein bisschen Hilfe gebraucht. Und dass uns das jemand zeigt und diese Dinge hat uns ja bisher niemand gezeigt. Das stimmt. Also, es ging mir ja genauso. Also, als ich im Prinzip angefangen habe, habe ich mir natürlich auch erstmal eine Hilfe gesucht und gesagt, wo geht das, was geht und was geht nicht. Und ich habe im Prinzip damals in meinen eigenen tiefen inneren Seelenbildern, also die Spiritualität hat ja mehrere Gesichter, ne? Die hat ja auch mehrere Farben. Und ich hatte na, so diese reine heilsame Energie, also alles, was so mit Heilung zusammenhing und natürlich diese ganzen Phänomene, wenn es einen im Körper durchströmt, das ist natürlich unglaublich intensiv. Aber auch da hat wieder mein Inneres mir immer gesagt, irgendwas fehlt noch, es stimmt noch was nicht. Und dann bin ich über meine eigenen tiefen inneren Bilder, also ich sehe das nicht als Bild, sondern das ist ein Wissen, das ist halt also mein Hellwissen. Da hab ich wirklich alles gezeigt bekommen. Ich habe alles über meine Bilder gezeigt bekommen. Das war halt in meinem Ursprungsmanuskript drin, meine eigenen Tiefen, meinen ganzen Weg, Zusammenhänge erklärt bekommen, Projektionsflächen, Zusammenhänge der Polarität gezeigt bekommen. Und ich habe daraus jetzt inzwischen, ich habe jetzt eine eigene Methode da drin entwickelt. Ich nenne das die Selbsterfahrungstherapie nach Keil. Ich benenne das extra ganz klassisch, damit es halt draußen mehr auch angenommen wird. Und wo ich im Prinzip, was ich dort mache, ja, das finde ich total spannend. Ich an sich wenig in dem Sinne, sondern ich lasse die innere Stimme des Klienten selber ins Wort kommen für den Klient. Also der Klient spricht selbst mit seiner inneren Stimme, ohne dass es den meisten Klienten, die wissen das gar, also denen ist das gar nicht bewusst, weil ich es einfach nur anders nenne. Ne? Mir hat man einen Professor vor 3 Jahren gesagt, der sagt, ich weiß zwar nicht so richtig, wie das alles zusammenhängt, aber das hat funktioniert. Und ich schmunzel dann immer. Ne? Also da konnte ich Wörter von Spiritualität, Astrologie, das habe ich einfach weg. Es macht mir aber nichts. Dann erkläre ich das einfach nur anders. Dann nehme ich eben irdischere Begriffe oder das ist überhaupt nicht schlimm. Weil ich weiß, und das ist das Schöne, es wirkt. Und das ist dieses Geschenk, weißt du? Liebe Ines, ich denke, wir haben den ersten Anstoß gegeben, dass Menschen vielleicht wieder eine neue Perspektive erkennen können, die aber alle immer auf die gleiche Richtung zeigt, wie wir eben gestern schon begonnen haben und in vielen anderen Interviews, dass wir jetzt nach innen blicken dürfen, um diese Stimme und diese Bilder und dieses Wissen zu erfahren, um unseren eigenen Weg zu finden. Und ich bedanke mich bei dir sehr herzlich, dass du dabei warst und hoffe, wir hören uns demnächst irgendwann mal wieder, wenn wir wieder neue Infos haben. Und danke, liebe Zuseher, dass ihr dabei wart. Und ich werde deine Seiten noch verlinken, damit man auch mehr Informationen noch von dir findet. Und wünsche euch eine ja, super schöne Woche noch.